Und damit willkommen zurück bei The Abeans. Das war beim letzten Mal nicht da, oder? Der infizierte Schwarm, dass er nicht in Reichweite gewesen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube nicht. Oder ich bilde mir das gerade ein. Wir haben nicht mehr mit Eldorado zu tun. Es waren ein paar Versuche mehr, die da gescheitert sind. Ödland der Giganten könnte man hin. Will ich aber nicht, deswegen machen wir erst der verbotene Wald. Mit null aktuellen Forschungspunkten sollte eigentlich keine Meldung mehr kommen, dass wir noch welche ausgegeben haben. Dieser Wald wirkt auf den ersten Blick recht idyllisch, aber im Unterholz wimmelt es von Kreaturen, welche aus dem schlimmsten Albtraum entstammen könnten. Diese mutierten Ozzardaten sind als Giganten bekannt und wurden von den alten Zivilisationen erschaffen, um die Infizierten zu vernichten. Leider fielen sie der Pandemie zum Opfer und sind nun Teil der Infizierten. Das ist natürlich auch geil, ne? Die Giganten scheinen sich im verbotenen Wald zu sammeln. Deine Aufgabe ist die Vernichtung dieser Kreaturen, damit das Imperium sich in Ruhe ausbreiten kann. Ich glaube, das hat nichts mit Vorboten zu tun, sondern mit Verboten. Alle kaputt hauen, 2000 Leute haben... Ja, das ist im Prinzip die gleiche Aufgabe wie immer. Letztendlich schwankt die Menge der Einwohner, die man haben muss und ob man wirklich alles kaputt machen muss oder nur das meiste. Schauen wir mal, was das für eine Gegend ist hier. Wir sind trockener. Wobei, ist das alles Grünzeug? Kann man da überall... Na du gut, es regnet die ganze Zeit. Es regnet wie sonst was. Da sollte man eigentlich... genügend Zeug haben können hier. Genügend Nahrung. Scheint mir so. Ich muss mal gucken, wo ich die Leute dann hinschicke hier. Wie ich das mache. Ich werde mal ein bisschen die Reihenfolge ändern. Das habe ich jetzt bei den letzten Anläufen gemacht, dass ich tatsächlich erstmal hier ein bisschen Nahrung anbaue. Und dann ein so ein Ding hier. Das heißt nicht erst drei und dann warte, bis ich genug Geld für Nahrung habe, sondern dass ich dann anscheinend so ein kleines bisschen noch schneller unterwegs bin. Das wirkte zumindest so. So. Hier unten ist gar nichts, ne? Na, ich bin mir nicht sicher. Vertrauen tue ich dem gerade mal nicht. Ich stelle den Keller einfach dahin. So. Das heißt, Mädel darf hier auch nochmal rüber. Da sind die Buildings alle completed. Jetzt kann ich hier 2, 3 noch ein paar mehr machen. Das geht jetzt halt ein bisschen schneller. Das ist schon mal okay. Wahrscheinlich hätte ich jetzt schon ein bisschen anders noch aufpassen müssen. Mit dem Bauen ist da doch noch irgendwie mehr für... Dass ich jetzt schon Holzfäller baue und solchen Quatsch. Aber der hätte das Geld, glaube ich, auch nicht für gereicht. So, das heißt, ich könnte sogar noch mehr Nahrung hier basteln. Komme ich da schon ans Wasser ran? Nee, noch nicht. Verdammt, gerade so nicht. Ist voll fies. Das ist ja gemein, dass man da gerade so überhaupt nicht daran kommt. Es sind schon viele Häuser hier. Vergleichsweise. 7, 8, 8, 10, 13. Super. Der hat es noch ein bisschen mehr gegeben, aber es passt schon. Das passt. Da sind einige, okay, die kommen auch ein bisschen, die kommen deutlich näher. Okay, okay. Das heißt, ich mache hier noch einen dritten hin. Damit er hier komplett einmal die ganze Seite abklappert. Vielleicht nicht verkehrt. Männer sind da langsam, ne? Die schießen deutlich schneller, als die anderen sterben. Hä? Ne, die schießen deutlich... Meine schießen deutlich schneller, als die anderen ankommen können. So rum. Alles andere ergibt irgendwie wenig Sinn. Das war nicht so sinnvoll. Aber ich glaube, dann komme ich hier zweimal zumindest ans Wasser. Eigentlich müsste ich zwei hier unten haben. Ich meine, da oben ist eine große Fläche, da kann man ruhig auch drei haben, das passt schon. Das passt. Okay. Holz 200, Gold 200. Ist das Ding fertig jetzt, oder? Wunderbar, das heißt, ich kann hier Wasser bauen. Ich kann hier auch nochmal Wasser bauen. Genau, zwei Stück. Wunderbar, es reicht. Der Kerl kann ruhig nach unten. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen neue Nahrung. Auch wenn es nicht so unfassbar viel ist, aber es ist immerhin welche. Ich kann auch nochmal 17 Nahrung rauslutschen und aus der Gegend. Steine würde ich gerne ran. Ich bekomme Steine, ne? Jetzt einmal am Tag oder wie ist das? Das heißt, ich kann dann irgendwann... Weil ich es erforscht habe, irgendwann kann ich mir schon mal hier eine Kaserne bauen, ohne einen Steinbruch zu haben. Wäre natürlich ein nettes Gimmick. Wäre natürlich eine nette Sache, aber ich glaube, genau das haben wir so eingestellt oder gemacht jetzt. Da habe ich für gesorgt. Und Energie habe ich eigentlich noch genug. Okay. Jetzt wird das Problem von wegen, wie ordne ich die Häuser an, damit es nicht ganz furchtbar wird.
Damit die nicht zu viel Platz fressen. Es gehen nämlich einige gerade mal. Das ist eine ganz, ganz Menge schon dafür, dass es hier echt ein winziger Ort ist, quasi. Bisher, dass es echt noch nicht viel los ist. Ich ziehe eine Person mal mit hier rüber, das ist mir sonst zu eng. Die beiden haben hoffentlich hier ein bisschen die Sicht. Und kommen da zurecht. Ja, da hätte ich vielleicht sogar fast noch einen Holzfäller hinschmeißen können. Hätte ich nicht, ne. Naja, na, ein weiter hätte ich das machen können. Okay, Mist. Tja, dann hat keinen Holzfäller. Dann nicht. Sägemühle. Dann halt nicht. Aber hier sind einige Orte, hier sind Dörfer, ne? Oder was soll das sein? Ich glaube, ne? Das war dann dieser Punkt. Ah, ne, infizierter Mutant. Hier sehe ich noch nicht. Bin sehr gespannt, was dann dabei rauskommt. Was sie sich da ausgedacht haben. Was für klobige Klumptypen. Was für seltsame Kreaturen mal rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwie was Passendes vorstellen kann. Wahrscheinlich sind sie groß. Ich meine, die eigenen Mutanten, die hier, die eigenen Supertypen da, die wir erforscht haben, sogar extra, habe ich ja noch nie gebaut. Keine Ahnung, wie groß die sind. Ne? Keine Ahnung, welche Dimension das überhaupt annehmen kann. Und es sind die 24 Stein. Das ist sehr gut. Das heißt, es fehlt noch ein bisschen Gold. Das passt aber auch gleich. Das passt gleich. Entweder die schießen mehr Leute kaputt. Oder die... Oder ich kriege einfach so Geld. Ups. Ich glaube, das Geld, das wahrscheinlich kommt, ist schneller als das, was die durch die Kills jetzt kriegen. Haben wir auch, ne? Dass für jeden Gegner-Kill gibt es ein Gold. Also das nicht so wahnsinnig viel klingt, aber wenn da so ein Schwarm angeeiert kommt, dann summiert sich das halt schon ein bisschen. Ach komm, machen wir so. Dahin das Ganze. Ein bisschen Nahrung noch. Pass. Hier bekomme ich auch nicht mehr Nahrung hin, oder? 10. Ach komm. Kann ich halt gleich selber hier irgendwie. Da kann ich die Leute halt gleich selbst aufessen. Brauche mir nicht den Umstand machen und Farm bauen. Da kommt noch Holzfäller rein. Das passt auch wunderbar. 16. Okay, sehr gut. Dann nochmal eine 18 und dann nochmal 16 Nahrung. Sehr gut. Okay. Sollte ich auch langsam anfangen, auf den Schreinereien zu sparen. Das Übliche, ne? Es ist ja mittlerweile doch sehr erprobt. Mittlerweile ist ja doch, wiederholt sich das doch sehr, sehr viel. Ich meine, ist auch ein bisschen das Konzept. Verdammt. Aber es ist halt so. Und es macht immer noch Spaß, ne? Von daher ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wie man am besten nicht stirbt. Bei Möglichkeiten gibt es hier genug zum Draufgehen. Das auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich sehr bald hier eine Mauer außenrum mache, weil das war letztendlich das, was sonst immer dafür gesorgt hat, dass es massiv bergab ging. Also das war es, ne? Beim letzten Mal hier, da war das in dem Moment, als ich da keine Mauer und entsprechend keine Verteidigung gehabt habe. Oder nicht genug Verteidigung. Das war genau das, warum ich letztendlich 5-mal da angefangen habe. Auf der letzten Map. Dass da irgendwo einer sich durchgeschlichen hat. Ich meine, ich habe patrouilliert, ich habe Patrouillen gehabt, die da hätten aufräumen sollen und können und müssen. Aber die haben halt nicht 100% funktioniert. Und wenn dann nur einer da durchkommt und... Oder aber halt an mehreren Stellen gleichzeitig welche sind, dass die quasi mit einer Seite beschäftigt sind und die andere Seite dann dadurch ungeschützt ist. Das ist halt doof. Also es ist dann, da geht's dann halt schief. Das ist dann das, wo es dann wirklich bergab geht. Ich lasse es hier mal vorne frei, dass ich hier ein Gebäude entsprechend hin platzieren kann. Hier vorne noch. Machen wir das. Holz wäre das egal. Wie gesagt, hier würde wahrscheinlich noch einer hingehen, statt der Mühle. Vom Abstand würde es passen, aber da müsste ich jetzt mittlerweile 2 Häuser abreißen. Machen wir den Stein da. So, es passt. Ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung und das muss reichen. Ich hätte hier noch Platz lassen sollen, dass ich hier noch was hinbauen kann. Ah, gut. Wir haben zu viel Gold. Sehr viel Gold. Überhaupt kein viel Gold. Holz fehlt. Mist.
Da eins. Jetzt müssen wir nur noch Eisen haben. Ob ich das mit der nächsten Forschung da mal mache vielleicht. Vielleicht haben wir dann ja doch noch da was von. Dass ich eine gewisse Grundversorgung für Soldaten dann bekomme. Ich meine, das Forschen von wegen, ey, du kriegst am Anfang Soldaten mehr, ist nett, aber ich glaube, quasi Hilfe zur Selbsthilfe ist da so eher die Devise, dass man einfach so einen Bausatz für Kaserne und Soldaten gestellt kriegt. Wirkt doch sinnvoller. Das ist alles Nahrung hier, ja. Ich hätte gerne mal eine Gießerei. Da, genau, wunderbar. Passt hier sogar hin. Nice. Die Laterne stand so ein bisschen im Weg. Für größere Sachen noch. Deswegen, die verteidigen fleißig, hoffentlich. Da die Wege nochmal neu machen hier. Hier meinetwegen auch. Zack, bums, so. Die müssen auch die Wege neu machen, aber ganz, ganz mächtig. Meinetwegen kannst du hier vorne laufen oder hier vorne einfach stehen bleiben. Und du eierst mal dann hier rum, so. Das heißt, da wo denn jetzt eine Mauer entsteht. So, fantastisch. Und man kann unten eine Mauer bauen. Ja. Machen wir das so. Wobei mich interessieren würde, ob es da noch irgendwie sinnvoll weitergeht. Das heißt, wir haben überall eine Mauer. Sehr gut. Da kommt niemand durch, weil da Wasser ist. Also grundlegend ist erstmal eine Menge erreicht. So, du bleibst in der Mitte stehen hier. Ich hoffe mal, das klappt. Ich hoffe mal, das klappt. Die Reihe ist auf dem Weg. Mehr Häuser kann ich nicht bauen, weil Nahrung fehlt, aber ich kann hier noch welche hinbauen. So ganz spontan. Dass wir zumindest ein bisschen uns ausbreiten können schon mal. Ja, mehr Fischerei geht ja gerade mal nicht. Jäger ist fertig, hier ist wunderbar, okay. Da sind zwei neue, super. Sehr, sehr gut. Kannst du oben mit dazu, sehr gut. Ja, Eisen, ich habe keine Ahnung, wo ich Eisen herbekomme jetzt. Da ist Eisen, okay. Da brauche ich aber ein paar mehr Leute, um es frei zu machen. Das klappt sonst nicht. Ups. Das klappt sonst überhaupt nicht. Zack. Ich brauche meinen Platz. Ich muss mehr Menschen anbauen. Machen wir das so. Ist nicht schön, aber es geht. Wenn ich die alle aufwerte, die Häuser, dann passt das, glaube ich. Dann kann man hier das abreißen und eine Bank dahin bauen. Das ist ja vielleicht nicht verkehrt. So. Machst du noch einer oben hin? Passt. Okay. Nahrung fehlt wieder. Die Gießerei ist fertig. Machen wir eine Farm draus. Machen wir eine Farm. Passt. Das ist irgendwie immer das, was ich als erstes mache, weil die Nahrung sonst, also das ist halt wirklich der eine große Schub für die Nahrung. Das macht halt wirklich eine Menge aus. Irgendwie will ich hier weiterbauen. Ich weiß nicht warum. Ob da was Spannendes ist. Kein Platz ist immer. Aber irgendwie ist es reizvoll. Oder es wirkt zumindest so. Noch eine Kaserne? Oh, noch eine Kaserne. Wir haben es ja, so. Keine Ahnung, wie ressourcenarm die ganze Gegend hier ist oder wie schwierig die ganze ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich mittlerweile könnte ich hier auch Häuser bauen. Hier für Farmen ist es zu verwinkelt wahrscheinlich. Ich meine, hier ist überall genug Platz für Farmen, theoretisch. So, da müssen wir mehr Nahrung bekommen. In der Theorie zumindest. So, hier kommen nochmal beide hin, auch auf Nummer 8 hier, Schnellgruppe. Haben sie das geändert hier? Haben sie die Reihenfolge geändert? Ich habe nicht nachgeschaut, ob hier irgendwie Patch passiert ist. Oder sowas. Habe ich keine Ahnung. Kann sein. Ach komm. Na, erforsche die Farm. Sehr gut. Dann haue ich doch hier unten ein oder zwei Stück hin. Es geht. 64, ja, das passt. Machen wir da 62, dann machen wir hier nochmal 58. Kann hier oben noch eine Häuserreihe vor vielleicht. Hier. Das sollte gehen. Das sollte gleich bleiben. Und dann machen wir nochmal machen wir die Hütte. Machen wir das so. Das ergibt durch eine ganze Menge Sinn. So, eine Person bleibt da oben stehen. Und beschützt diesen einen Turm. So, die sind beschäftigt. Da sind noch ein paar mehr. Sehr gut. Es werden einige sein, ne? Aber ich muss einfach nur den Weg hier oben bis zum Eisen freimachen.
Ja, das ist ja welches, das sehen wir ja so gerade ganz knapp. Das hätte ich doch sehr gerne, das wäre sonst Quatsch. Das bekomme ich noch nicht. Aber wir haben die 70 Steine voll. Gut, ich habe auch zwei Steinbrüche mittlerweile. Aber ohne so wahnsinnig viel dafür getan zu haben. Ist schon nett. Kann man schon bringen. So. Sind auch wieder fleißig produzieren hier. Wunderbar. Und als nächstes sollte ich wahrscheinlich wieder den Markt machen hier. Oder die große Balliste. Das werde ich tatsächlich mal ein bisschen mehr noch absichern, dass ich die Leute hier auch mitnehmen kann. Um dann als Gruppe unterwegs zu sein. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ah, sind immer so teuer, die großen Ballisten erstmal. Hier lasse ich für die Bank frei. Das Ding kommen wir weg hier, das ist Quatsch. Böhm. 58, sehr gut. So. Was hätte ich denn als nächstes gerne? Vor allem Geld hätte ich erstmal gerne. Aber was machen wir dann? Wahrscheinlich... machen wir den Marktplatz. Ja, machen wir das. Damit das überflüssige Zeug verkauft werden kann. Ist, glaube ich, sinnvoller. Haben die jetzt extra einen Wagen mit Gütern dabei, oder was? Sieht man das jetzt extra? Da kann ich aufwerten. Es fehlt an Gold, natürlich. An was denn sonst, ey? Woran denn sonst? What? Ah, verdammt, okay. Ich habe vergessen, dass hier oben ja drei Stück rumstehen schon. Dass ich hier auch noch eine ganze Handvoll habe, dass ich mittlerweile einige gebaut habe. Das sind einige mittlerweile. Ich brauche Eisen übrigens. Wir können uns da gleich durch den Marktplatz was einhandeln vielleicht. Das wäre schön, dass man auch, das wäre glaube ich ganz praktisch, damit ich halt tatsächlich mal Soldaten bauen kann. Weil die Soldaten habe ich auch deutlich mehr ausgebildet als die kleinen Jägerchen hier. Die sollten dann auch, ich meine, die sind schon von sich aus stärker, aber die sollten dann nochmal eine ganze Ecke stärker sein. Was fehlt jetzt hier? 12 Holz jeweils, okay. Das wirkt ein bisschen viel. Ah, vielleicht bilde ich mir das ein. Ja, vor allem, die können ja alle schon mal direkt die ganze Zeit aufräumen. Das ist Quatsch, die da einfach stehen zu lassen. Research completed. The Markt. 30 Holz, 400 Gold. Moi. Der hinter ist total sinnlos, ne? Dass er hinter lang rennt. Und ich überlege gerade, ob ich hier. Das habe ich tatsächlich zugemacht. Na, da kommt niemand lang. Okay. Das sah so ein bisschen. Sah nicht wirklich eindeutig aus. Schiebe ich die Leute mal dahin. Das heißt, ich kann den Marktplatz bauen. Wo es im Prinzip egal ist, wo ich den hinstelle, beziehungsweise fast egal. So oder so futtern die genug Nahrung. Aber da, ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, das geht. Okay. Noch eine Handvoll. Drei Stück. Holz, ne? Bauen sonst auch nie wieder in den riesigen Mengen. Mauern bauen und Gebäude aufwerten. Das ist so. Das sind so die beiden großen Holzvernichter. Boah, irgendwie nervt mich das. Irgendwie ist es doof, dass er da nicht hinpasst. Das heißt, ich muss hier auch mal anders eine Bühne hinbauen. Zack, da. Weil, na, ich muss den Wald mitnehmen. Gefühlt will ich da so viel von mir dem wie geht. Ich habe hier das extra hingelegt, weil ich da nichts hinbaue. Und jetzt baue ich da was hin. Das ist total geil. Klappt super. So, new task. Steht noch nicht, aber gleich. Okay, das heißt, Eisen, 5 Stück. Zack. Reicht für ein, 2 Soldaten. Danach fehlt es an Eisen. Wieder. Ich habe kein Geld für Eisen, verdammt. Och, Mann, ey. Alles, was man macht, klappt nicht. 586 ist schon mal gut. Da sind so ein paar Gebäude noch gar nicht besetzt bei. Plus 586 Gold. Wie sieht es eigentlich hier aus? Hat der eigentlich irgendwas Sinnvolles zu tun? Das ist wahrscheinlich, da kommen sie aus Süden an. Hier passt es ja schon. Bisher ist zum Verteidigen sieht es sehr simpel oder na, vergleichsweise simpel aus, weil es noch nicht so viele Wege und Abzweigungen gibt. Aber das wird sich wahrscheinlich noch sehr ändern.
Wahrscheinlich wird es noch schlimm genug werden hier. Ich bin auch nur in großen Anführungsstrichen der Stufe 4. Aber das ist halt auch schon eine ganze Menge. Das war auch das letzte Mal in der Stufe 4, wo ich 5 von 3 geschoben bin. Oder 6 mal. Das heißt erstmal noch gar nichts. Aber es ist schön, wenn sie jetzt alle weggehen. Also wenn hier das so abgeschnitten ist. Das ist ja praktisch. Die stellen auch fröhlich vor sich hin. Sehr fröhlich. Packe ich die beiden Kollegen mal hier hin, die beiden Soldaten. Und dann habe ich die ganzen schnellen Jäger hier. Dass ich die Gruppe nicht allzu gemischt halte. Vielleicht wäre das ganz sinnvoll. Ah, hier oben ist gut. Hier oben komme ich gut hin. Kann mich auch entsprechend oder angemessen ausbrechen. Das ist auch sehr angenehm. Das ist auch angenehm hier oben. Heißt dann auch, dass ich diesen ganzen Bereich für mich habe. Okay, das ist super zum Verteidigen hier. Das ist ziemlich klein. Das ist echt ziemlich klein. Und ich habe ein bisschen Eisen, auch wenn es halt so wirklich so ein kleines bisschen, fitzeliges bisschen Eisen ist. Das hat echt nicht viel. Wir müssen auch platzieren. So. 460. Nummer 62. Die müssen auf jeden Fall noch ein paar Lagerhallen hin. Die könnte ich sogar hier zwischenbauen, wenn ich die Mauer wegreiße. Ich wüsste nicht, warum ich da oben jetzt noch eine Mauer bräuchte, wenn ich das hier vorne dicht mache. Sollte ich nur mal machen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. So. So noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen was. Zwei, drei Holz. Das sieht so albern aus. Das ist eine sehr kleine, alberne Mauer. Sind sehr klein und albern. Ja, ihr beiden könnt auch mal hoch, das Quatsch, das hier unten rumlungert jetzt. Das ist Quatsch. Passen die Häuser zwischen, das geht. Oder auch Lagerhallen. Genau das wollte ich haben hier. Wunderbar. Ja, natürlich ist sie schief. Ich hätte auch direkt größere Häuser draus bauen können, aber das passt schon hoffentlich. Wunderbar. Das heißt, hier braucht nur einer sein. Und die ganze Gruppe kann nochmal mit. Okay, wunderbar. Mhm. Da liegt noch Energie rum, dauerhafte Energie. Das ist doch nett. 208 Nahrung habe ich jetzt nochmal über. Aber ich glaube, die kriegen wir auch noch erfolgreich los hier. Und dann kann ich auch wirklich mal hier auch eine Sägemühle nochmal bauen. Mit 7, sehr gut. 11, ja, das passt gerade nicht. Aber es ist schon okay. Und dann hier wenig Eisen. Das ist echt wenig, aber das geht. Man muss ja auch mit wenig zufrieden geben können. So. Units are under attack. Tja. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie nicht attackiert werden. Da kann ich ja. Na gut, ich kann da schon was für. Ich kann da schon mehr als genug für. Ich wollte sagen, da kann ich denen nichts für, aber das wäre eindeutig sehr gelogen. Jetzt bekomme ich hier einen Steinbruch hin, oder? Ich bekomme zwei. Dahin. Der deckt das bis hierhin ab und dann kann ich hier noch einen zweiten machen. Wenn ich denn genügend Zeug habe. Ja, bei einem hätte ich 3 rausbekommen oder maximal 4 und jetzt bekomme ich 5 raus. Ich glaube, das war tatsächlich nur einer. Das war eine Menge Strom. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, dass die einfach so eine Kiste aufsammeln und dann haben sie plötzlich mehr Strom, aber als ob ich danach den Details fragen würde. Solange es funktioniert, ist mir das egal. Als ob ich jetzt zu pingelig und genau wäre. Wird es schlecht zu verteidigen, sobald Ressourcenfelder zwischendrin sind. Muss mal gucken, ob ich da verteidigen muss, beziehungsweise wie das da aussieht. Also so viel Holz, ne? Schön. Und hier oben ist direkt, da ist irgendwas Böses. Hier solltet ihr nirgendwo durch und lang kommen können. Holz abholzen kann man auch nicht wirklich. Dass plötzlich der Wald sich öffnet und dann ist doof. Machen wir schon einen Stein mit. Ich muss ein bisschen aufpassen hier mit Tag 16. Eigentlich hätte ich gerne bis zum Tag 16 Steinmauern, aber das wird, glaube ich, im Moment ein bisschen schwierig. Beziehungsweise ich habe das ein bisschen verbummelt jetzt hier bei dem ganzen Rumgekämpfe. Aber wir können ein paar Soldaten mehr machen hier. Ganz kleines bisschen.
Jetzt, wo wir Eisen bekommen. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht hier unten. Kam sie plötzlich alle an. Und der Kerl chillt einfach vor sich hin. Ja, okay, sehr gut. So, das heißt, ihr bleibt einfach mal hier stehen. Ihr kriegt das hin. Ich hoffe mal, das passt. Okay. Nochmal Soldaten. Weil ich hab die Balliste noch nicht erforscht. Verdammt. Warum eigentlich nicht? Warum haben sie die Balliste noch nicht erforscht? Das wäre jetzt doch wunderbar zum Verteidigen. Hier einmal einer und da einer. Das passt doch eigentlich. Das reicht doch dann. Ha. Tag 13. Ich kann Standards bauen, ja. Das ist ja die Frage, was ich bis dahin... Aber kann ich dann die Balliste erforschen. Und den Steinmetz bauen und dann die Steinmauern hoffentlich erforschen. Im Moment vom Geld her passt es ja. Im Moment. Das ist ein Haus. Das Haus wurde nicht angezeigt als böse Quelle oder als das, was wir vernichten müssen. Ist auch spannend. Steinmetz. Ja komm, machen wir das. Balliste. Ballisten sind mittlerweile für mich sehr, 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 sehr wichtig geworden. Sehr unüberraschend. Ja, die machen halt schon eine Menge aus. Allein dadurch, dass sie halt Flächenschaden haben. So, die kloppen sich da fröhlich durch. Das passt soweit. Da sind noch zwei weitere Soldaten, die ich mich hier oben nochmal mit hinstelle. Ich habe echt viele Einheiten mittlerweile. Tatsächliche Einheiten, die rumlaufen und rennen. Sonst hätte ich da doch ein paar mehr Türme gebaut. Wenn ich keine Steinmauern habe, muss ich auf jeden Fall nur noch eine zweite Holzschicht daran schmeißen. Das ist natürlich ungünstig. Wo sind meine Soldaten? Da sind sie, okay. Ist das eine? Das sind beide, okay. Ja, das fällt, das passt aber. Da kommt nicht viel mehr raus. Das ist okay. Das ist ein Kompromiss quasi. Na komm. Werd mal schneller fertig, du Steinklumpen. Steinmetz. Ein echter Steinklumpen. Die greifen aber auch nicht das Haus an, ne? Jetzt schon. Hey! Es kann so schnell gehen. Nice. Ich hoffe, dass die noch alle noch ein bisschen aufsteigen. Das wäre sehr praktisch. Order on orders. Search ist fertig. Scharfschütze wäre sinnvoll, aber nicht jetzt sofort. Da würde ich das gerne mal nicht für ausgeben. Steinmauer, ne? Genau. Und ein Schockturm, ein Schockwellenturm. Ist natürlich auch Deluxe. Deluxomatisch. Machen wir hier einmal hin. Machen wir hier eine und dann habe ich kein Geld. Ah, das geht. Und gleich kommen sie dann von unten hier, ne? Ich sehe es schon kommen. Was ist hier unten auch überhaupt was? Das ist die eigentliche Frage. Was ist da noch? Durchgang sollte ja sein, aber ist da noch irgendwie was Sinnvolles?